Sie und habe jetzt den Kanal von Alice und Liz übernommen. Und wir schließen jetzt weihnachtliches Tabu. Ja, weihnachtliches Tabu. Mit echt wunderschönen Begriffen, die nicht bekloppter sein könnten. Von mir jedenfalls. Yay! Okay, ich nehme hier den Skype-Sound auf, Leute. Deswegen hört sich das jetzt nicht so ganz gut an, aber... Wir können damit leben. Ja, genau. Hoffentlich könnt ihr damit leben. So, und wir haben gerade so ein bisschen ausgelost. Ja. Liz ist mit Mandy. Sag mal was. Hallo. Okay. Hallo. Mit Mandy in einem Team und fängt an. Und ich bin mit Anna in einem Team. Hallo. Und die beiden kennt ihr vielleicht von dem Halloween-Special. Anna ist diese Depri-Tusse. Wo ist Anna? Und Mandy ist diese ganz verrückte Weinerliche. Okay, Leute, dann wollen wir doch mal anfangen. Countdown, du musst... Warte mal, ich weiß gar nicht, wo ich den Countdown habe. hier. Ich nehme mal meinen Dings hier zur Hand. Okay, sag mir einfach, wenn es losgeht. Ich sag, wenn es losgeht. Also jeder hat eine Minute Zeit. Eine Minute ist doch okay, oder? Ja. Ja, eine Minute ist ja... sagst du uns dann den Begriff? Ich erkläre den. Und du musst ihn erraten, weil wir im Team sind und spielen miteinander. Wir besiegen... Ada. Okay, ja. Jetzt... Wir schaffen das alle, okay? Wir müssen uns Teamnamen geben. Wir müssen uns Teamnamen geben. Das kommt Team jetzt. Team Fabulous. Okay. Und Anna, was sind wir für ein Team? Keine Ahnung. Keiner kann unser Teamnamen übertreffen. Team Fabulous. Ja. Wir sind Team... Ich weiß was. Team Alice Gradur. Das ist gut. Team Alice Gradur. Okay. Für Team Fabulous. Team Alice Gradur. Okay. In 3, 2, 1. Also ich blende hier unten noch die Begriffe ein, ja? Und go. Das hast du falsch geschrieben. Okay, wen hat Hitler verfolgt? Was nochmal? Wen hat Hitler umgebracht? Die Juden. Genau. Die bestimmt ist nämlich zu... Zeit, die wir jetzt haben. Was machen die da? Die feiern. Oh, wie heißt das? Oh. Nicht googeln. Nee. Kannst du weitergeben, falls ich es nicht errät. Ich komme nicht drauf. Ich weiß nicht, wie es heißt. Okay, dann... Was steht da denn drauf? Was hast du da geschrieben? Jetzt kann man es besser lesen. Okay, was ist in ein paar Tagen? Weihnachten. Und was kommt aus deinem Hintern raus? Anna Ford. Nee, Kacke. Ein anderes Wort dafür, was man so bei Tieren verwendet. Stopp! Scheiße. Also das letzte Wort, ich glaube, ich weiß, was es ist. Also erstens wäre Hanukka gewesen. So wie das wird geschrieben und nicht wie Hanuta, nur mit K. Okay. Okay, und das zweite wäre Weihnachtskot. Alter, bitte, da kommt denn auch sowas. South Park. South Park. Ja, da ist keiner drauf gekommen, außer da gibt's doch Spanky den Weihnachtskot. Oh, Mandy ist weg, oder? Oh. Was ist da? Sie hat irgendwie nur stumm geschaltet, oder? Oh. Mandy mag uns. Oder nee, warte. Okay, dann sind wir jetzt dran, Anna. Okay, ich bin bereit. Warte mal, mein Hund ist auf die Tastatur gesprungen. Mein Hund ist auf die Tastatur. Klasse Ausrede. Und hat den Anruf beendet, ey. Scheiße. Na immerhin, jetzt bist du ja wieder da. Okay, dann ja. Geht's los jetzt. Okay. Hast du einen Countdown? Ja, ich sag... 3, 2, 1, go! Das ist ein Insekt, das Bäume befällt. Käfer? Da knutscht man jemand drunter. Ach so, das ist das. Distelzweig. Richtig. Nicht der komische Typ von Coca-Cola? Was? Wer ist der Typ von Coca-Cola erfunden? Der? Keine Ahnung. Na, was ist in ein paar Tagen? Weihnachten, nach der Weihnachtsmann. Genau. Und der ist noch ein anderen?
dieses alte Wort dafür? Oh Gott. Was? Ist, früher hatten Schwertmeister einen Typen, der immer mitgelaufen ist, der hieß? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Okay, weiter. Nikolaus. Was? Okay. Nikolaus, nein, der war nicht. Nicht Dämon, sondern? Damon? Dämon. Nicht ein Dämon, sondern ein... Oh Mann. Ein Dämon? Nein, das wäre Engelshaar gewesen. Ach, oder Mann. Das Feuerwehrknecht Ruprecht gewesen, du Scheißgott. Ach so, scheiße, sorry. Ach, mir wäre nur knapper eingefallen, Anna. Ja, mir auch, mir ist auch was knapper eingefallen. Okay, so, dann haben wir ein Wort geschafft. Das ist schon mal gut, wäre mein Punkt, ja. Yeah. Haben die drüben eigentlich ein? Nee, wir haben schon 10.000. Oh. Wie gemein. Okay, Leute. Ihr seid als nächstes dran. Ja. In 3, 2, 1, go. Wer hat den Begriff? Ach, das heißt das. Okay. Was haben die Urmenschen entdeckt, weil ein Blitz eingeschlagen ist? Feuer. So, was haben wir in ein paar Tagen? Weihnachten. Was stellt man sich da ins Wohnzimmer? Kerzen, vielleicht? Oder? Ja, so auch anderem. Aber was stellt man sich noch hin? Das ist so groß, das holt man aus dem Wald. Feuer, also Weihnachtsbaum. Also ja. Jetzt hängt noch das dran, was ein Feuer so verursacht. Schäden, Weihnachtsbaum Schäden. Also, für Feuer, was ist das? Alter. Zum Beispiel ein Flächen oder ein Wald. Brand. Ja, und jetzt Weihnachtsbaumbrand? Ja. Alter. Was ist das? Team Fabulous. Was ist das für eine Scheiße? okay. Der Weihnachtsmann hat ja so ein paar Gehilfen, ja? Wie heißen die? Elfen. Ja, und noch ein anderes Wort dafür? Mit demselben Anfangsbuchstaben an wie der Weihnachtsmann? Weihnachtswichtel. Stopp. Was ist Wichteln, du Depp? Was ist was? Schon gut, zensiert. Weiter geht's. Das ist ein Wort, für das ich mich sehr schäme, aber es ist mir eingefallen, als ich die Zahlen aufgeschrieben habe. Warum ist dir sowas eingefallen? Was machst du privat zu Hause? Ich habe nur aufgeschrieben, Wichse. Alles still. Zensiert. Gut. Hat den Punkt zurückgeholt. Ja, Team Fabulous. Ihr wart schon bei 1 Minute 15, ich habe noch nicht drauf geguckt. Alter, Mann, das können wir jetzt nicht gelten lassen, liebe Leute. Nein, der Punkt war schon davor. Ja. Ach Mist. Okay, weiter geht's. Los, Alice. Da ist es sehr kalt und da wohnen die Elfen, die dem Typen von Coca-Cola helfen. Nordpol. Richtig. Was? Das ist etwa, das ist sowas wie Haschisch. Bloß anderes Wort. Was? Es gibt Haschisch, Koks. Was gibt's noch? Warte, Gras? Nee, weiter. Da kommt die doch niemals drauf. Oh Mann, wie heißt denn das? Fängt mit dem gleichen Buchstaben an wie der Hysterhase. Wie der was? Wie der Hysterhase. Ach so. Opium? Richtig! Und jetzt, was du dir hinstellst, was hat auch Mandy schon gesagt hat, anstatt Weihnachtsbaum? Tanne. Nee, das brennt. Kerze. Richtig, und jetzt zusammen. Weihnachtskerze. Nein, das andere Wort. Du hast wie Haschisch. Ach so. Nein, aber wir hatten Spaß. Opiumtaschen. Opiumkerzen. Was? Sowas besitzen wir, das haben wir mal gekauft und das ist legal. Mann, da wären wir fast draufgekommen, Anna. Oh, scheiße. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Ein. Oh. Noch du, ne? Okay. Gott. Wir haben immer nur einen. Wieso? Hab ich nicht einen Punkt gemacht? Ach ja, dann sind zwei. Alter. Okay. Zwei Punkte für Team Alice Kratur, bitte. Okay, 3, 2, 1, go. Ah, okay. Was ist denn zurzeit so in jeder Stadt? Ach scheiße, ich habe Stadt gesagt. Okay, weiter. Was steht da? Okay, du kennst doch bestimmt diesen
Rapper, diesen einen Rapper, der Fitty heißt, ne? Was kommt da vor? Mac Fitty, also Mac. Ja, und was? So, und an an diesem besonderen Tag hat ja ein bestimmter Kerl Geburtstag, der jetzt bald ist. Wie heißt denn der? Jesus. Der Nachname? Was? Der Nachname sozusagen. Christus. Ja, also, genau. Und jetzt fügt das zusammen. Und machen einen Rappernamen drauf. Nee, machen einen Rappernamen drauf. Was? Mac Jesus Christus? Nur das zweite Wort davon und Rappername irgendwie drin. Wie macht man das? Urlaut klingt verdammt! Darf nicht auf Us enden, sondern irgendwie anders. Stopp! Das Wort war Mac Christie. Was war's? Mac Christie. Ja, nicht. Wörter gibt es gar nicht. Mac Christie kennst du nicht. Nein, was ist das? Jesus Christus hat eine neue Rap-Karriere gestartet. Okay. Dann jetzt ich wieder dran bin, ja? Mit Team Alice Katua. Yeah! Okay. Kann ich loslegen? Ja, sicher. Zähl runter in 3, 2, 1, go! Das ist ein Gebäck, was man zu Weihnachten... Ach, scheiße! Darf man nicht verwenden. Scheiße, mein Handy spackt gerade rum. Das hängst du an dieses Ding, was man sich ins Wohnzimmer stellt. Christbaumkugel. Richtig! Und jetzt die Mehrzahl. Christbaumkugeln? Richtig. Das trägt der Coca-Cola-Typ. Mantel oder Pütze? Das ist an den Füßen. Stiefel. Richtig. Und jetzt der Typ, der am 6. kommt. 6. Dezember. Am 6. Achso, Nikolaus-Stiefel. Richtig. das war's. Mehr hab ich nicht. Oh nein! Ich hab nicht mehr Wörter. Mehr Wörter, bitte. Nee, das war's mit meinen Wörtern. Oh nein! Oder? Ja, ich glaub. Okay. 3. Du hast so einfache Sachen genommen. Was wusste ich denn, dass die Sachen nimmt, die es nicht gibt? Ich hab gesagt, mach's schwer und lustig. Ja. Wer kommt denn von selbst auf Wichseln oder auf einen Weihnachtsbaumbrand? Was haben wir ja noch? Weihnachtscode war Hanukka ist falsch geschrieben. Okay, dann wollen wir weitermachen. Die nächsten sind leicht, das weiß ich. Okay. Wow. Scheiße, jetzt könnten wir gar nicht mehr Punkte machen. Punkt. Ha, verloren. Wie viel haben wir jetzt? 4, ja? Das ist richtig. Ja. Wir müssen richtig. Ja, 4. Okay, dann 3, 2, 1, go. Das kommt vom Himmel. Nee. Ring. Und ja, und jetzt mach noch etwas daraus, das schöner aussieht. Schneeflocken. Und die Verniedlichung davon? Nein, das nicht verwenden. Ach, habe ich nicht gelesen. was steht denn da? Das hat Alice vorhin ganz oft zum Erklären der Teile genommen. Weißt du es noch? Von diesem... Das ist ein Softdrink. Den es auch in Dosen. Ein Softdrink? Eine Drogen oder so? Nein, der eine Farbe besitzt, die nicht als Farbe definiert wird. Was? Hast du das überhaupt zugehört? Ja, hab ich. Oh Mann! Ich glaube, wir gewinnen. Es sind eh nur noch 7 Sekunden. Oh Gott. Also, ich glaube langsam, dass Alice irgendwas im Kopf hat und zwar ein. Ja, fertig, wir haben gewonnen! Ein Cola-Weihnachtsmann. Ein Cola-Weihnachtsmann. Ey, sonst gab's nur noch Schmalzkuchen, ja, das war leicht. Wie definiert man den Schmalzkuchen? Aber das existiert wenigstens. Ja, das stimmt. Als eins der wenigen. Nicht nur über die Liste in den Kopf. Hanukkah ist immer noch das Beste, das haut alles weg eigentlich. Also ich fand ja Mac Christie ganz cool. Das klingt so nach einem Döner. Mac Christie. Möchten Sie gerne einen Mac Christie haben? Mit extra viel Christie? Genau, der Spezial-Edition zu Weihnachten. Der Mac Christie. Was ist da drauf? Zimt? Ein Döner mit Zimt. Ja, stimmt. Oh, ich geht. Doch lecker bestimmt. Ja, du isst nicht mal Döner. Da und ich esse Zimt. Ist doch ein Anfang.
Nur den Zimt, bitte. Hier gibt es auch eine Version mit Hähnchenfleisch. Tau, der ist mich. Okay, Leute. Ich weiß nicht, wie lange das hier schon geht, aber es war auf alle Fälle sehr lustig. So lange. Und ich hoffe, das Weihnachtsspecial hat euch gefallen. Der Countdown, den ich hier als Timer genommen habe, geht nur noch 220 Tage, 4 Stunden, 12 Minuten und 16 Sekunden. So lange können wir das Video gerne machen. Da ja. habe ich nichts dagegen. Ja. Nee, machen wir lieber nicht, dann stirbt uns jemand noch vor Langeweile vor komischen Wörtern, die nicht existieren, oder? Oder fremde Wörter wie McChristy. Aber das braucht, dann braucht ihr aber doch auch 100 Jahre, um das hochzuladen, ne? Ah. Ja. Ja. Das, ja. Dann, ich lieber Schluss machen. Erstmal danke noch ans Mitspielen, natürlich für Mandy und Anna. An Mandy. Gäste, ja, ich liebe Gäste. Oh ja, ich mag spielen. Wir laden euch demnächst auch mal wieder ein zu Labercrab oder sowas. Ja, wird bestimmt lustig werden. Okay. Können wir Who Am I spielen? Oh nee, oh Gott. Dann sagen wir euch ansonsten erstmal, wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer das sein wird. Und lasst mal da, wie es euch gefallen hat, ob es gut war oder nicht so. Und vielleicht machen wir es ja mal wieder. Ey, das ist mein Kanal. Das stimmt ja. Tut mir leid, dann sagt es natürlich Mandy, das ist jetzt Mandys Kanal. Und Mandy, wir wünschen dir viel Glück und Erfolg. Danke. Wünsche Mandy viel Glück und Erfolg. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.